Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Holzmap mit Story Holzmap am Tegernsee. Das Mittagessen ist vorbei und ich bin schon hier rausgelaufen. Wir werden jetzt unseren Eicher nach Hause holen und da stand ich hier noch vom Mist aufladen. Und ich habe während dem Mittagessen mal ein bisschen telefoniert und habe mich mal informiert. Und ich stelle fest, dass meine Pedale natürlich wieder nicht funktionieren. Das ist natürlich ganz klar, dass ich immer erst hier an dem Kabel wackeln muss oder bis es wieder geht. Ich muss echt mal was dagegen unternehmen, ne? Aber ich muss erstmal meinen Schreibtisch fertig machen, wollte ich sagen, aber erstmal weitermachen. Mann, warum will das jetzt nicht? So, wenn es so bleiben würde, dann wäre das super, bleibt aber nicht. Mist, Mist, Mist. Das ärgert mich doch jetzt schon wieder. So, lang genug am Kabel hin und her. Da ist so ein, das steckt so so ein kleinen Stecker drauf und der Stecker irgendwie hält der nicht so richtig. Und da ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, das Problem ist gar nicht der Wackelkontakt im Kabel selber, sondern in diesem kleinen Stecker. Und naja, ich piek den Stecker dann immer so lang hin und her, bis es wieder geht. Ist natürlich keine Dauerlösung. Aber ja, im Moment habe ich, wie gesagt, ich müsste da erstmal Ich habe die Bildschirmaufnahme, auch kein Wunder. Soll ich vielleicht mal ganz kurz umstellen. Heute ist wieder richtig Profi hier. So, ja, jetzt ist das schon besser. Was wollte ich eigentlich ursprünglich? Ich wollte dir irgendwas sagen. Genau. Ja, wir sind einmal mit Profis, ne? Einmal mit Profis. Genau, Kalk. Kalk. Ich habe mich über Kalk informiert, beziehungsweise ein bisschen rumtelefoniert. Und es gibt tatsächlich beim Lagerhaus unten Kalk, den man sich quasi direkt aufladen lassen kann. Problem ist allerdings, dass ich den nicht verwenden kann, weil im biologischen Landbau kein Brandkalk zugelassen ist. Und beim Lagerhaus unten gibt es nur Brandkalk. Alles andere müsste man bestellen. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich eine kleine Firma hier in der Nähe gefunden, die tatsächlich Kalk liefern. Das ist, ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das Zeug heißt. Warum habe ich das jetzt schon wieder vergessen? Ich habe es doch gerade eben vor 5 Minuten habe ich es im Internet. Ich habe es vielleicht sogar, ja, ich habe es noch offen. Ich habe es sogar noch offen. Okay, es nennt sich einfach nur Naturkalk. Ne, da ist der richtige Wort. Kohlensaurer Kalk nennt sich das. Und ja, das Zeug, das lasse ich mir liefern. Und das kommt aber heute nicht mehr. Das wird erst morgen kommen. Und zwar wird da mir eine große LKW-Ladung vollgebracht. Und dann muss ich es auch selber aufladen. Das wird natürlich ein Spaß. Kalkstreuer kann ich unten beim Lagerhaus ausleihen. Das ist kein Problem. Das heißt, ich werde dann da unten den Kalkstrau ausleihen und werde dann, und jetzt sehen wir hier auch, für den Moment werden wir jetzt erstmal noch eine Runde Mischstreuen. Und vielleicht sollte ich jetzt vielleicht auch OBS wieder aufmachen hier, ja, dass ich selber mich aufnehme. Wow, ne, einmal mit Profis, unglaublich. Was ich eigentlich sagen wollte, wie gesagt, leider funktioniert das so nicht, dass ich mir den Kalk direkt beim Lagerhaus aufladen lasse auf den Streuer. Entsprechend muss ich da dann morgen ganz ordentlich schaufeln, aber ich habe mir jetzt mal 18 Tonnen Kalk bestellt. Ich habe da so grob überschlagen, was ich hier auf meine Felder brauche. So ganz hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, wie viel es dann letzten Endes wirklich ist. Ich meine, ne, die ganz genaue Hektarzahl von meinen Feldern ist nicht unbedingt stimmig. Und da haben wir übrigens schöne Schlepper stehen. Ist vielleicht nicht unbedingt stimmig. Und ne, nachdem wir nicht mit GPS oder sonst irgendwas arbeiten, ist dann die Ausbringmenge mit dem Streuern auch nicht tausendprozentig korrekt. Und das bedeutet natürlich im Großen und Ganzen, dass ich es nur abschätzen kann und dass es natürlich durchaus passieren könnte, dass es so weit kommt, dass ich nachher Kalk übrig habe oder zu viel Kalk habe. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, mal überschlagen und bin auf 18 Tonnen gekommen, die ich brauche, wenn ich auf alle meine Wiesen, die ja alle tatsächlich ein bisschen Kalkmangel haben, ein bisschen ist übertrieben, untertrieben, also ja, unseren Wiesen geht es nicht gut. Und ja, Haltungskalkung alle 3 Jahre, ich glaube, da sind wir fast schon ein bisschen drüber weg, aber ich habe jetzt trotzdem mal von einer üblichen Menge Kalk bin von üblichen Menge Kalk ausgegangen und ja, die werden wir dann ausbringen und natürlich habe ich dann für unsere beiden Felder, die noch in Bearbeitung sind und ist schon wieder die Zapfwelle runtergerutscht, das hätte jetzt auch schief gehen können hier, unglaublich, ich weiß auch nicht, warum die da immer runterrutschen, es passiert nur mit der Zapfwelle, also es liegt wohl nicht am Schlepper, sondern es liegt wohl tatsächlich an der Zapfwelle. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hier am besten machen. Wie habe ich denn das letzte Mal am besten, ja genau. Wie habe ich das letzte Mal gemacht? Letztes Mal habe ich mich da vorne hingeparkt, ne? Ah ne, letztes Mal stand ich da hinten. Das ist nämlich jetzt gar nicht mehr so... das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das ist nämlich jetzt gar nicht mehr so einfach hier und da steht jetzt ja auch noch der ganze Baumaterialkrempel.
Wird Zeit, dass wir dran weiterbauen, aber ne, eins nach dem anderen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich jetzt, und wir fahren noch ein bisschen Streite hin, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich genug Kalk habe, aber wir werden schauen. Und wir werden dann einfach so viel Kalk, wie wir halt haben, kalken. Und wenn es dann auch zum Schluss ein bisschen knapp wird, dann kalken wir ein bisschen weniger. Lieber mache ich dann im nächsten Jahr nochmal so ganz klein bisschen Kalk drauf oder so. Und normalerweise macht man in der Regel nur so alle 3 Jahre Kalk drauf. Man kann aber natürlich auch jedes Jahr kalken, muss dann halt entsprechend weniger kalken. Jedes Jahr, aber hat dann natürlich einen idealeren Wert letztendlich. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das nicht unbedingt, ob das gar nicht so schlecht ist, wenn man vielleicht öfter Kalk. Jedenfalls, ja, wir haben es dringend nötig mit dem Kalk und ich bin froh, dass ich jetzt hier ein Unternehmen in der Nähe gefunden habe, die hier den Kalk liefern und ja, auch so zeitnah liefern. Ne? Morgen kommt das, heute habe ich es bestellt und von daher, ja, läuft das alles, geht das alles seinen Gang. Wir werden jetzt hier noch eine Runde Mist fahren und ich würde mal sagen, wir machen dann auch wieder eine Zeitrafferaufnahme vom Mistfahren. Ich habe schon wieder genug gequasselt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Zeitrafferaufnahme. Ja, bis gleich. Ach ja, genau, eine kleine Sache in eigener Sache. Da wollte ich nochmal loswerden. Und zwar ist mir was aufgefallen. Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen über die Qualität von den Videos geredet. Und da ging es eher so ein bisschen um die inhaltliche Qualität. Was mir aber bei den letzten Zeitrafferaufnahmen so ein bisschen aufgefallen ist, ist, die optische Qualität hat deutlich gelitten. Es ist immer so ein bisschen ein Problem in der Zeitrafferaufnahme im LS. Weil sich halt viel bewegt. Ne? Also Zeitrafferaufnahmen ist ja immer so, beziehungsweise generell ist es ja immer so, dass ein Video, je höher die Bitrate ist, desto schnellere Bewegungen sind quasi möglich. Bewegung heißt halt, ne, dass sich im Bild besonders viel ändert. Weil es ist so, dass der Bildaufbau nicht immer, na, der Bildaufbau von einem Frame zum nächsten in einem Video ist ja nicht immer ein komplett neues Bild, weil ansonsten wäre die Datei riesig, riesig groß. Na, dann hätten wir irgendwie 300 GB Video oder so. Und ne, wenn ich 300 GB Video bei YouTube hochlade, dann müsst ihr ja auch 300 GB Video letzten Endes mehr oder weniger runterladen, um das anzuzeigen, das Streaming. Und ja, zumindest wenn ihr dann halt ne, die 1080p volle Qualität hochladet. Das heißt, ja, ich kann hier nicht Wahnsinnsqualität hochladen auf YouTube, sonst kann das keinem angucken. YouTube verarbeitet das aber eh nochmal ein bisschen runter. Aber, was ich eigentlich sagen will ist, Videos werden immer komprimiert. Und das bedeutet, dass eben ein Algorithmus versucht, herauszufinden, was sich zwischen dem jetzigen und dem vorherigen Bild geändert hat und dann nur die Teile, die sich geändert haben, auch tatsächlich neu abgespeichert werden. Und wenn jetzt quasi hier so irgendwie 40, 50 Frames hintereinander, wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe, dann ändert sich ja das Bild nicht. Ne? Es ändert sich, da hinten, da laufen die Kühe, das ändert sich. Das heißt, dieser kleine Bereich von dem Bild ändert sich, alles andere ändert sich jetzt nicht. Und das hat sich jetzt schon seit, was weiß ich, 20 Sekunden nicht geändert. Und bei 30 Frames pro Sekunde, 20 Sekunden lang das ganze Bild, da kann man eine ganze Menge Bild sparen, wenn man wirklich nur diesen Teil da oben austauscht und nicht jedes Mal das ganze Bild. Und ja, der Algorithmus versucht das quasi rauszufiltern oder rauszurechnen. Und je höher die Bitrate natürlich, desto genauer ist das Ganze. Und je niedriger die Bitrate, desto ungenauer ist quasi die Berechnung oder desto, dann werden kleine Änderungen einfach ignoriert im Bild. Und da hat man dann natürlich, wenn es richtig mies kommt, hat man so ein bisschen ne, richtig heftige Pixelfehler, die man so richtig sieht, dass das Bild quasi stehen bleibt. Aber wenn die Bitrate halt ein bisschen niedrig ist, dann sieht es einfach so ein bisschen unscharf, ein bisschen pixelig aus. Und was mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, ist diese Shader und diese Einstellungen, die ich hier verwende, sind schlecht. Die sind sehr schlecht. Ich finde, also mir gefällt der LS optisch gerade im Moment total. Ne? So wie er ist mit den Einstellungen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Zumindest bei schönem sonnigem Wetter. Aber dadurch, dass wir jetzt hier sehr starke Kontraste haben zwischen Schatten und Licht, bedeutet das natürlich, dass sich das Bild sehr stark ändert, wenn ich mich bewege. Weil ne, ich habe jetzt hier sehr starke Kontraste, die sich überall ständig ändern. Ne? Hier, wenn ich hier unter diesem Ding durchfahre, ne, die Schatten, die hier durch die Kabine durchgehen zum Beispiel, ihr seht, dass das ein großer, starker Kontrast. Mit normalen LS-Einstellungen ist der Kontrast wesentlich geringer, man sieht den Unterschied kaum. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, um das jetzt hier mal wirklich sinngemäß und tatsächlich mal mit einem sinnvollen Einsatz dieser Redewendung, die ich nicht mehr sagen möchte, zu beenden. Diese neue Grafikeinstellungen, die ich in letzter Zeit verwende, durch den höheren Kontrast, durch den höheren Unterschied zwischen Licht und Schatten, aber auch durch ein bisschen erhöhte Nachbehandlung der Schärfe, das heißt, die Nachbehandlung der Schärfe, wenn ich hier auf den... Oha. Das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. Doch, das habe ich jetzt wirklich gemacht. Ich habe statt Alt-F3 sind die Einstellungen für den Nvidia-Schalter. Ich habe Alt-F4 auch so sehr mitgedrückt, so Alt-F3, weil meine großen kleinen Wurstfinger hier... Ah, klasse. Das heißt natürlich, dass alles, was ich gerade eben aufgenommen habe, ist natürlich auch weg ist, weil es nicht gespeichert ist. Weil ich auch einmal mit Profis, das ist unglaublich. Multiplayer wollen wir auch nicht, Singleplayer wollen wir und da seht ihr 187 Stunden für alle, die immer fragen, wie lang die Spieldauer ist. Was ich eigentlich sagen wollte, um jetzt mal wirklich auf den Punkt zu kommen,
na, die Schärfe-Einstellung, die Nvidia-Einstellung, da kann man die Schärfe ein bisschen hochdrehen. Das bedeutet, dass kleine Lichtreflexionen, kleine Lichtunterschiede ein bisschen verstärkt werden. Und das bedeutet, dass man natürlich noch mehr Lichtunterschiede überall hat. Und ja, das Bild sieht dann nicht mehr so blass und gleichmäßig aus. Und das gefällt mir eigentlich sehr. Das Problem ist aber natürlich, dass in der Zeitraffer-Aufnahme, in der man sich bewegt, auf einer Wiese oder so, ist er eh schon krass mit dem Gras, dass sich quasi in jedem Bild der komplette Hintergrund vom Bild ändert. Wenn der Schlepper fährt, dann ändert sich alles, ne, das Gras. Das heißt, wenn der Schlepper steht, ändert sich das Gras, ja, weil sich das Gras so ganz leicht im Wind bewegt. Das heißt, bei der LS ist generell schlecht, weil sich das hier alles ändert. Und ihr seht das, wir haben jetzt ein bisschen höhere Schärfe- und Kontrasteinstellungen. Das heißt, dass wir hier mehr Farbunterschiede haben zwischen hell und dunkel in diesem Gras. Ne? Das ist, der Unterschied ist einfach kräftiger, als wenn das aus ist. Ich drücke jetzt hier nochmal Alt und F3 und dann mache ich die mal ganz kurz aus, die Spieleinstellungen. Ihr seht das, ne, wie blass das Ganze ist und wie gleich das jetzt hier aussieht. Während, wenn ich das jetzt hier anmache, dann sehen wir hier doch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob es so gut im Video rüberkommt. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Das Problem mit diesen Spielfiltern und dadurch, dass es nicht mehr alles so blass ist und ein bisschen der Kontrast die Lichtunterschiede deutlich stärker herauskommen, ist, dass diese Änderungen, die wir eh schon haben, von jedem Bild, ne, wo sich wirklich ganz viel überall ändert, wenn wir uns im LS bewegen, weil halt wirklich es halt ein sehr detailreiches Bild ist. Und na, nicht nur, dass sich sehr viel ändert, sondern dass es auffällt, ne, weil eben das Bild komplett detailreich ist. Na, man hat nicht einen Fokus in der Mitte und das Rundrum interessiert nicht, sondern das Bild ändert sich komplett. Und wenn ich jetzt hier ein Stückchen Vorlauf und die Bitrate aber nicht ausreicht, um quasi dieses Bild komplett zu erneuern, dann sehen wir es einfach sofort, weil dieses Gras pixelig wird, weil das ganze Bild pixelig wird, weil sich alles eben verändert. Und das haben wir natürlich in der Zeitrafferaufnahme besonders das Problem, weil die Bewegungen sehr schnell sind. Und ja, die Bitrate reicht hier nicht aus beim LS generell in Zeitrafferaufnahmen. Das war schon immer so. Das war schon grundsätzlich bei meinen Videos so, dass Zeitrafferaufnahmen einfach verpixelt sind. Insbesondere wenn wir hier so im Gras oder so unterwegs sind, weil das einfach sehr viel ne, Kleinkram im Bild ist. Aber durch diese Shader-Einstellung und so weiter ist dieser Effekt verstärkt worden, habe ich halt so festgestellt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich darauf reagieren soll. Ob ich das einfach ignorieren soll und einfach so weitermachen. Ich speichere mittlerweile schon in einer deutlich höheren Bitrate, als ich das früher gemacht habe. Ich kann in einer noch höheren Bitrate speichern und hoffen, dass das irgendwas verbessert. Aber irgendwann kommt man dann vielleicht an den Punkt, an dem ihr euch das Video in einer niedrigeren Qualität angucken müsst, weil euer Internet nicht ausreicht oder so. Und das wollen wir vielleicht auch nicht unbedingt. Und ja, die andere Variante wäre, dass ich wieder ohne Shader spiele. Und dann bin ich jetzt hier. Jetzt habe ich es wieder gemacht. Och Leute, ich glaube, heute sollte ich einfach nicht aufnehmen. Ich habe wieder Alt F4 gedrückt. Und es geht auch noch. Ah, meine Zeit läuft ruhig. Klasse. Wow, Leute. Profis. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Ich bringe den Satz noch zu Ende. Es tut mir leid. Ich bringe den Satz noch zu Ende, trotz schwarzem Bildschirm. Jetzt habe ich mich auch noch zum Konzept gebracht. Nein! Nein, 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 nein. Genau. Ich könnte wieder komplett ohne Shader und so weiter spielen. Standard LS. Ich könnte versuchen, meinen Season Shader auch deutlich zurückzunehmen, dass eben der Kontrast und die Effekte nicht so stark sind. Das würde für die Zeitrafferaufnahme besser kommen, würde aber für den Rest des Spielerlebnisses natürlich nicht so schön sein. Und ich bin mir nicht so sicher, was ich da machen soll. Im Moment bin ich mir total unschlüssig. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. Jetzt muss ich erstmal wieder irgendwie hier mich sammeln, weil das. Unglaublich. Unglaublich. Ich wollte nur ein bisschen Holz auf. Ja, Leute. Ja, ich sammle mich ein bisschen und dann nehme ich weiter auf. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich denke mal, wir machen dann auch gleich eine Zeitrafferaufnahme vom Mistfahren. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis gleich. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm nothing if feeling it. Touch me and be me. See what I see. Nothing typical. Messing around with it. Mix it up. Go with it. With it. Flow with it. Let it all go. Oh, Lord. Think you know what I'm like. But you don't fall. You lose control. Bittersweet melody. When I dance on your floor. Got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let both.
They said it goes long. Think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. My life with me and quit the jealousy. I know you're bored, I know it's boring me. Now come alive, baby, get out the grave and I know you're bored. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. So, dann wären wir wieder zurück aus einer Zeitrafferaufnahme. Ja, und wir haben jetzt zwei Flapper draußen, wie ist das passiert? Und meine Frau hat mir den Eichel rausgebracht und die wird dann auch nachher gleich wieder mitnehmen. Wir müssen mal gucken, eventuell werde ich hier sogar mit einem Mist, obwohl, nee, ich glaube nicht, dass ein Mist ist. Die Wiese kommt mir immer so klein vor, aber dann ist sie doch ein bisschen größer. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, mit einem vollen Anhänger kommen wir nicht klar. Aber ich habe hier ein bisschen ein Problem. Ich habe mich gerade ziemlich blöd hier hingestellt zum Aufladen. Ich glaube, ich muss tatsächlich hier so von dieser Richtung her aufladen. Kommen wir gar nicht drum herum. Ja, doch, so machen wir das. Ja, damit sind wir dann tatsächlich, wenn wir die hier vor uns geschafft haben, soweit durch mit dem Mistfahren. Es ist, ja, ne, auf die Felder müssen wir natürlich, beziehungsweise müssen wir dann gucken in den Bestand rein. Da haben wir dann schon auch noch ein bisschen Mist zu fahren vielleicht. Wobei ich mir dann noch gar nicht so sicher bin, wo wir da überhaupt noch reinfahren können und überhaupt noch sowieso. Aber jetzt erstmal um die Wiesen kümmern und ja, wie gesagt, damit sind wir dann jetzt tatsächlich gleich durch. Ich denke, ich habe hier viel zu viel Mist hingekippt, na, hier ist ja einiges. Aber ich habe hier auch gedacht, dass wir damit was hier auf das Feld hier packen und das hat jetzt auch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, aber wenn wir da jetzt sowieso Sojabohnen hintun, dann ist das eh nicht relevant, weil Sojabohnen müssen, das darf ich... Nichts Falsches, ich habe meine Zettel hier wieder beiseite gelegt, ne? Und dann heißt nachher wieder, du hast keine Ahnung. Ja, aber Sojabohnen sind ja, ich weiß nicht, sind Sojabohnen eine Leguminose? Ich glaube nicht, dass Sojabohnen als Leguminosen zählen, aber sie sind ähnlich. Jedenfalls werden Sojabohnen nicht, also die nehmen irgendwie den, jetzt habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich glaube, das war beim Stolz von Deining, der es auch nochmal so schön erklärt hat. Na, jedenfalls, die nehmen Stickstoff aus der Luft auf. Und entsprechend wollen wir denen nicht so wirklich Stickstoff zuführen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die wirklich im ganz stickstoffarmen Boden gut wachsen können oder ob die quasi eine gewisse Stickstoffgrundlage brauchen zum Wachsen. Jedenfalls werden die nicht weiter gedüngt dann im Wachstum, sondern wie gesagt, die nehmen den Stickstoff aus der Luft auf und die haben sogar eine
positive Stickstoffbilanz quasi sozusagen auf dem Feld. Die hinterlassen quasi den Boden mit mehr Stickstoff, als sie ihn vorfinden, weil quasi ne, der ganze Stickstoff, der aus der Luft aufgenommen wird und in die Pflanze quasi gespeichert wird, dann durch ne, das, was eben beim Dreschen übrig bleibt und so weiter und auch die Wurzeln und so in den Boden dann irgendwie wieder also eingebracht wird. Ich bin mir gar nicht sicher, wo der Stickstoff dann genau, ob der Stickstoff aus der Pflanze ne, einfach durch die Reste quasi, die auf dem Feld bleiben, oder ob das tatsächlich auch über die Wurzeln. Ach, ich hab sowas von keine Ahnung. So ein Zeug, das ist peinlich. Ach ja, wie gesagt, das ist. Ich habe mir hier so schöne Stichworte gemacht, aber es hilft nichts, wenn ich die Stichworte nicht neben mir liegen habe. Und, es ist, wie es ist. Aber ich bemühe mich zumindest, dass wir den Ackerbau ein bisschen realistischer gestalten hier. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld mit mir. Wie gesagt, Es ist halt auch immer so viel Zeit dazwischen, ne? Zwischen, den einzelnen Jahreszeiten und so und dann hat man schon wieder die Hälfte vergessen. Wir schaffen jetzt auch nicht ganz so viel hier auf der Serie. Wir sind jetzt, glaube ich, im dritten Jahr angekommen, meine ich. Aber ganz sicher bin ich mir gar nicht, ob wir nicht erst im zweiten Jahr sind. Ich meine, wir sind im dritten Jahr, aber wir haben ja im Herbst angefangen. Also haben wir jetzt im Grunde eine ganze Saison durchgespielt und eine halbe, meine ich. Und also ist halt, wie es ist. Es hat doch alles ziemlich lange gedauert. Und ja, wie gesagt, bis es soweit ist, dass wir ins nächste Jahr gehen oder ne, bis es zum Herbst dann kommt und wir wieder das nächste Wintergetreide anpflanzen, habe ich wahrscheinlich schon wieder die Hälfte vergessen. Aber jetzt ich bin jetzt dabei, mir so ein paar Sachen rauszuschreiben, aufzuschreiben und hoffentlich bleibt mir das ein bisschen besser im Kopf. Ich weiß es nicht, wie es euch da geht. Ne? Es gibt einige unter euch, die richtig, richtig Ahnung haben im Ackerbau. Ob ihr da lauter Praktiker seid, ne? Ob ihr das quasi aus der Praxis wisst oder ob es da auch Leute gibt, die das rein aus der Theorie. Na, ich meine, wenn man Berufsschule macht oder sowas, dann lernt man das ja auch eher theoretisch, wobei man natürlich auch den praktischen Teil der Ausbildung macht. Ich weiß es nicht. Ich bin zumindest jemand, der zwar relativ gut theoretisch tatsächlich lernen kann, aber ich brauche halt immer eine Anwendung. Ich brauche immer eine Anwendung, ich muss quasi was verstehen. Das ist mir irgendwie jetzt hier beim Ackerbau ein bisschen schwierig, dann rein theoretisch zu machen. Also wenn es zum Beispiel um Fahrzeugteile geht oder sowas, ne? Wenn ich wissen möchte oder wissen muss, wie eine Einspritzpumpe funktioniert oder so, da muss ich jetzt nicht die Einspritzpumpe zerlegen, dass ich das weiß, wie die funktioniert. Das kann ich tatsächlich auch theoretisch lernen, aber eben nicht, indem ich hier irgendwie so einen Teilekatalog mal angucke, und na, weil die sind immer relativ undeutlich und man sieht nicht so wirklich, wie das Zeug dann zusammengesetzt ist, sondern wenn ich mir irgendwie ein Video angucke, wo jemand das Ding zerlegt und nachher wieder zusammenbaut oder sowas, und wenn ich da dann zugucke und dann quasi gleichzeitig irgendwie vielleicht noch eine Erklärung irgendwo habe, ein Diagramm oder sowas, was macht, und dann habe ich quasi so den Kreis, ne? Das ist dann so eine Art, der Kreis muss ich quasi schließen, dass ich mir das merken kann, und wenn ich quasi dann auf der einen Seite das Visuelle habe, ne, wo ich sehe, wie das Teil tatsächlich aussieht, und auf der anderen Seite die Erklärung habe, und dann quasi die Theorie auf der einen Seite habe und dann die Praxis auf der anderen Seite, dadurch, dass es eben ich das Visuelle vor mir habe, auch wenn ich es nicht selber mache. Ne? Das ist halt das, was ich tatsächlich dann brauche. Also rein über irgendwie eine Ersatzteilliste mir dann vorstellen, wie das Ding zusammengebaut ist, das ist ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, die Ersatzteillisten, die sind meistens nicht ganz so wahnsinnig deutlich. Und aber wenn ich das so irgendwie sehe, dass das irgendwer, ich muss es nicht selber zerlegen, ne? Ich muss es nicht selber zerlegen, um zu wissen, wie es aussieht. Reicht, wenn ich das irgendwie in einem Video sehe oder jemand genug Bilder macht oder sowas. Von daher, ich brauche immer so ein bisschen Praxis, ne? Rein mit der Theorie ist immer ein bisschen schwierig. Und wir hatten das Thema ja schon mal, ne? Bei Mathematik oder sowas, dass es halt immer logisch sein muss und einen Sinn ergeben muss. Und man das quasi dann überprüfen können muss, ne? Dass quasi man im Gehirn selber eine logische Schlussfolgerung anstellen können muss und dann quasi auf dasselbe Ergebnis kommt sozusagen. Und das ist im Grunde mit allem anderen auch so. Wenn ich einfach nur eine Theorie, eine Fakten quasi versuche in meinen Kopf reinzukriegen, das funktioniert nicht wirklich. Ich brauche immer eine praktische Anwendung, wäre jetzt verkehrt, aber ich muss es quasi mit mir selber überprüfen können, sodass ich auch selber Rückschlüsse ziehen kann, und dann kann ich mir das auch nachher selber wieder hererklären, ne? Deshalb, wenn ich mir dann nicht alles merken kann. Das ist also ein bisschen der Sinn der Sache, wenn ich mir irgendwie zu irgendwas nicht alles komplett merken kann, macht das nichts, wenn ich quasi den Sinn dahinter verstanden habe. Ne? Dann kann ich mir das ja auch wieder herleiten. Und ich glaube, da fehlt noch einiges im Bereich des Ackerbaus, was ich mir auf die Art und Weise aneignen muss und wo mir halt komplett die Zusammenhänge fehlen, dass ich es mir nicht wirklich herleiten kann, die Teile, die ich vergessen habe.
Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, was nicht ist, na, das wird er hoffentlich noch. Und jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Gas geben hier. Und ich bin mir auch nicht so sicher. Na, ich weiß nicht ganz so viel. Drehzahl. Man wird vielleicht ein bisschen mehr Drehzahl fahren. Bin mir nicht ganz so sicher. Ne, so ein Mischstreuer ist ja wahrscheinlich dann schon für die 45er Zapfwelle ausgelegt. Und die 45er Zapfwelle bei diesem Schlepper hier macht, glaube ich, bei 1900 Umdrehungen oder vielleicht sogar 2000 Umdrehungen. Erst die 45 Umdrehungen, das heißt, wir fahren jetzt hier mit ein bisschen niedrigerer Zapfwellendrehzahl. Bin mir nicht ganz sicher, ob das bei so einem Mischstreuer ideal ist. Aber wir haben eigentlich ein relativ gutes Streubild und eine relativ okay Streuweite. Und ja, so haben wir das Ganze jetzt halt halbwegs so eingestellt, wie ich mir das gedacht habe. Auch vom Verbrauch, was wir hier auf den Hektar dann quasi raushauen. Und deswegen machen wir das jetzt hier so vollends fertig. So, wie gesagt, wir fahren jetzt hier so ein bisschen. Ich habe verschiedene Methoden hier mit dem Mischstreuer. Dann machen wir vielleicht ein paar Mal im Kreis, um quasi ein Vorgewende zuerst zu machen und dann am Ende auf und ab. Und machen wir vielleicht erst auf und ab und am Ende noch ein Vorgewende. Und machen wir mal überhaupt kein Vorgewende, weil am Rand vom Feld man dann eh nicht mehr wirklich viel. Dann, wenn ich ziemlich dicht am Feldende quasi umdrehen kann, dann ist hier eh nur noch so eine halbe Breite und dann muss ich dann nicht nochmal drüber streuen oder sowas. Ist dann auch nicht so wild, wenn quasi direkt am Feldrand der Nährstoffbedarf im Boden nicht ganz so ideal ist. Na, so dicht an Rand kann man da eh nicht dran mähen, wegen dem Zaun und so, und von daher, ja. Ist wie es ist. Noch so ein blöder Spruch. Haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Das ist auch ein blöder Spruch. Ich würde mal sagen, wir machen nochmal. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved. Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless praying. Some things never change, never change. Oh, redemption. I stopped asking for forgiveness, cause you should know, only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving. So, da wären wir wieder und falls ihr euch fragt, was wir jetzt genau vorhaben, ich werde es euch gleich erklären. Ich werde euch gleich erklären, was wir jetzt hier vorhaben. Und zwar werde ich jetzt hier erst den Grubber anhängen. Ich werde den Grubber aber nicht anhängen, weil wir damit arbeiten wollen, sondern weil wir den nur ganz einfach hier raus haben müssen. Müssen wir jetzt hier aber erstmal ganz kurz die Kugeln hier dran machen. Bitteschön, Dankeschön. So, wir wollen nämlich an die Egge dran und wollen mit der Egge los. Und ich habe mir überlegt, wir könnten ja eventuell die Egge an den EA400 hängen, ne? Auch wenn der noch kein Allrad hat. Ob ich jetzt mit dem EM300 ohne Allrad oder mit dem EA400 ohne Allrad Egge, spielt jetzt auch nicht so unbedingt eine Rolle. Und wir haben dann noch die schönen, dicken, fetten Reifen. Also, von daher, ja, ist das jetzt im Moment der Plan, dass wir die Egge an den EA400 hängen und dann damit unseren ersten richtigen Einsatz quasi haben. Na, gleich jetzt. Und ja, was genau haben wir vor? Ne, wir wollen Eggen, aber ich habe etwas Bestimmtes vor und ich hoffe einfach mal, dass das funktioniert. Wir werden mal schauen. Wir werden unser Feldner, da wo die Sojabohnen hinkommen, werden wir eine sogenannte Scheinsaat machen. Das heißt, wir werden das Feld, das Saatbeet vorbereiten, aber nichts reinsäen. Und damit werden wir quasi dem Unkraut die besten Möglichkeiten geben, aufzugehen. Und dann haben wir jetzt hier so ein paar Wochen Zeit, indem wir dann das Unkraut mechanisch bekämpfen können. Sprich, wir werden da vielleicht zwei, dreimal mit dem Striegel drüber gehen und werden quasi den Unkrautdruck auf dem Feld, so gut es geht, vor der tatsächlichen Aussaat verringern. Sodass, wenn es dann zur tatsächlichen Aussaat kommt, so, den können wir runterlassen. Und ne, der hat ein schönes Skript verbaut, dass die Zinken nicht im Boden versinken. Ja, müsste auch schon längst Standard im LS sein, ne? Also, dass man das Anbaugerät absenkt und das sofort im Boden, das ist einfach, nee.
Ja, aber wie gesagt, wenn man jetzt eine, oder wir versuchen das zumindest mal, so eine sogenannte Scheinsaat. Ich habe mich das noch nie gemacht, aber wir sind jetzt ja hier komplett bio, das heißt, wir müssen uns schon ein bisschen Gedanken machen um unsere Felder. So, schauen wir mal, ob der anspringt. Natürlich springt er an. Ja, ne, Gedanken machen um unsere Felder ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz richtig ausgedrückt, sondern Gedanken machen um unsere Früchte, aber schon auch um unsere Felder. Ne? Es muss halt so ein bisschen mehr im Voraus überlegt werden, wie man das jetzt genau regeln möchte, wenn man was anbaut. Kann ich einfach den Samen im Boden reinhauen und ja, wenn irgendwie Unkraut kommt, kann man zur Not immer noch spritzen. Soll man schon ein bisschen besser vorbereitet sein und eine Sojabohnen ist sowieso ein bisschen schwierig, unkrauttechnisch. Und ja, jetzt probieren wir das einfach mal aus, ob das funktioniert. Und ich würde mal sagen, wir machen eine Zeitraffer-Aufnahme. Und ich freue mich total mit diesem Ding hier. Den ersten Einsatz zu fahren. Natürlich ist Ecke leider noch grün. Ich hätte ja gerne lackiert diesen Winter. Aber ich bin einfach nicht dazu gekommen und ich hatte jetzt auch keine Möglichkeiten, ne, was zu lackieren. Das Problem ist ja so ein bisschen, wenn es kalt ist, kann man vielleicht lackieren. So, und da sind jetzt hier noch Kugeln dran, die wieder weg müssen. Na, wenn es kalt ist, kann man wahnsinnig schlecht lackieren. Und ja, es war jetzt halt einfach immer kalt. Und ja, ich habe jetzt auch nicht wirklich die räumlichen Möglichkeiten gehabt, um sauber genug Platz zu haben, um zu lackieren. Und ja, entsprechend haben wir die jetzt nicht lackiert. Müssen wir mal gucken, ob wir die eventuell bei meinem Schwiegervater in der neuen Halle dann lackieren können. Ich habe jetzt allerdings gerade ein bisschen Bedenken, dass wenn ich da die Ecke anhänge, wir arg dicht hier an die Räder drankommen. Wir versuchen mal, was passiert, wenn ich die hier aushebe. Ah, nee, das geht. Das geht mit der Ecke. Okay, ich hatte schon Sorge. Aber wir sind noch weit genug weg. Ne? Die Ecke hängt relativ weit draußen. Das ist schon mal gut. Ja. Also, würde ich mal sagen, machen wir jetzt uns auf den Weg. Wie gesagt, vielleicht können wir die bei meinem Schwiegervater dann in der großen Halle lackieren, dass wir da ein bisschen, müssen wir halt auf dem Boden ein paar Planen auslegen, dass wir nicht gleich den Boden einsauen. Das wäre natürlich ein bisschen blöd, gleich Altenblau auf dem Boden wäre. Aber ansonsten hätten wir da eventuell viel Platz. Aber es muss natürlich halt warm werden. Ne? Ich meine, wir haben jetzt im Moment 9 Grad draußen. Ist noch nicht so ideales Lackierwetter. Also 10 bis 15 Grad sollte es eigentlich schon haben und über Nacht auch nicht mehr gefrieren, weil sonst trocknet der Lack nicht richtig. Und na, die andere Alternative wäre, das habe ich mir auch schon überlegt, aber ich wollte das ja so gern selber machen. Na, der Kumpel, der mir hier die Felgen gemacht hat, ne, von der quasi Autolackiererei und sowas hat aus dem Eichel Club, ob ich den fragen soll, ob er das Ding nicht hier lackieren könnte. Vielleicht könnte er das Ding sogar sandstrahlen. Hätte ich kaum Arbeit damit. Müsste ihm halt ein bisschen was zahlen vielleicht. Und dann hätte ich eine schöne Lackierung hier drauf, aber ich wollte das eigentlich schon gern selber machen. Und ja, ne, muss man halt mit der Flex dran und entrosten oder so. Und aber jetzt kommt sie nochmal zum Einsatz. Und ja, wie gesagt, ich freue mich drauf mit diesem Schlepperchen hier. Das ist halt schon, das ist eine Aussicht, ne? Das ist einfach eine Aussicht über diese dicken neuen Vorderreifen. Das ist einfach was. Das ist einfach ein Schlepperchen. Ich freue mich total über die Kiste. Ja, mal gucken, ne? Wie gesagt, Vorderradkotflügel brauchen wir eventuell noch, dass wir nicht den ganzen Sapp ins Gesicht kriegen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich die hinteren Kotflügel, ne, weil die Räder jetzt ja wirklich sehr breit sind. Das habe ich ja schon mal ein bisschen erwähnt gehabt, dass ich hier ein bisschen Probleme hatte, wie ich die einstellen soll, dass ich hier zum Glück mit der Verstellbalken eine gute Spur gefunden habe, wo die hinten kaum breiter sind als die vorne. Dass er nicht wegen Kälte herkommt, aber halt auch nicht schmäler sind. Und ja, ihr seht das, die sind ziemlich weit draußen aus dem Kotflügel raus. Und ja, mir gefällt das tatsächlich optisch nicht so sehr, wenn die Räder so weit aus dem Kotflügel rausragen. Und deswegen habe ich mir schon überlegt, ob man nicht an die Kotflügel irgendwie noch so 10 cm Blech ansetzen würden, sodass die einfach ein Stückchen breiter machen. Vor allem, wenn er jetzt hier vorne Metallkotflügel kriegt, die fast so breit sind wie die Räder vorne, dann sind die Kotflügel ja vorne breiter wie hinten. Und das sieht ein bisschen merkwürdig aus, ne? Weil quasi die Spur vorne ist jetzt so weit auseinander, dass die Räder vorne die Innenkante schon fast die Außenkante der Kotflügel hinten ist. Und ja, wie gesagt, wenn ich da jetzt Kotflügel dran mache, die eben auch so breit sind, dann sieht das, glaube ich, irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Und ja, das weiß ich noch nicht so genau, wie wir das Problem lösen. Aber ein Gedanke wäre natürlich, dass wir einfach breitere Kotflügel drauf machen. Ne? Die Mammuts hatten breitere Kotflügel. Das sieht schon ziemlich fett aus, wenn die Kotflügel so richtig schön breit sind. Könnte dem gut stehen. Wäre natürlich dann nicht mehr original, aber original ist an dem jetzt eh nicht mehr so viel. Ne? Mit der ausgeschnittenen Haube, wo der Auspuff davon herauskommt und mit den großen Reifen und sowas. Das soll ja auch nicht unbedingt eine originale Restauration sein, sondern das soll ja auch zum Einsatz kommen. Und da denke ich mal, wäre das vielleicht eine Option. Wir müssen mal gucken. Aber ich würde mal sagen, wir machen eine Zeitraffer-Aufnahme. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Viel Spaß damit. Bis gleich. I'm marveling your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite. Sparks fly like dynamite. Reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much.
Ja, damit wären wir durch mit unserem ersten Arbeitsschritt, was die Scheinsaat angeht. Wir sind jetzt hier mal mit der Ecke Gruppe durchgefahren und ja, ich bin jetzt hier nochmal außen rum, den Eck hier lassen wir jetzt einfach so, wie es ist. Ist jetzt schon relativ fein verkrümelt, ist schon gar nicht schlecht, aber was ich jetzt quasi in Zukunft plane oder wie wir jetzt hier weitermachen, ich habe mir gedacht, wir werden jetzt hier dann, wenn morgen der Kalk kommt, werden wir Kalk draufpacken. Und dann werden wir den Kalk mit der Kreissäge einkreiseln. Die Kreissäge hat den Vorteil, dass sie hinten die Rostabwalze dran hat. Und die macht dann so ein bisschen Rückverfestigung, weil das haben wir natürlich hinter dieser Ecke hier nicht. Und ja, wenn wir den Boden wieder ein bisschen andrücken, dann haben wir zum einen die Kapillarwirkung vom Wasser natürlich, dass der Boden von der nicht austrocknet, falls es jetzt ein paar Tage trocken bleibt und windig. Wollen wir nicht, dass der Boden oben austrocknet, sondern dass er feucht ist, dass das Unkraut auch aufgehen kann. Und das nächste ist natürlich, dass das Unkrautsamen und so weiter, was alles im Boden ist, mitunter auch einen Erdschluss brauchen, da das quasi Verbindung zur Erde hergestellt ist, um entsprechend die Wärme und die Feuchtigkeit vom Boden aufzunehmen und aufzugehen. Und ja, dass das quasi auf jeden Fall mit Sicherheit gegeben ist, dafür werden wir dann eventuell mit der Kreissäge nochmal hinterher kreiseln. Das war jetzt auch erstmal so grob drüber gefahren, auch wenn das jetzt schon ziemlich fein geworden ist. Bin erstaunt, wie fein das hier geworden ist. Der Boden war doch trockener, als ich dachte. Es ist ziemlich gut gekrümelt, wobei es natürlich beim Lehmboden immer so eine Sache ist, wenn der Lehmboden zu trocken ist, dann krümelt er überhaupt nichts mehr, weil er sich dann riesen Klumpen bilden und wenn er zu nass ist, dann schmiert alles. Da muss man schon ein bisschen den richtigen Zeitpunkt erwischen. Hat aber gar, wie gesagt, ganz gut geklappt. Also theoretisch, wenn man jetzt hier noch mit einer feinen Ecke, so einer feinen Zinkenecke drüber rauschen würde, wie die das früher halt gemacht haben, könnte man da locker reinsehen. Aber ich denke mal, wir werden mit der Kreissäge durchgehen, werden dann wahrscheinlich ein bisschen schneller fahren, mit ein bisschen weniger Drehzahl, weil wir den Boden ja nicht zu Pulver verarbeiten wollen. Und wie gesagt, damit er mit den Zinken dann, mit den Rohrstammwalzen, meine ich, Zurückverfestigung. Alternativ wäre, dass ich mir irgendwie eine richtige Ackerwalze oder sowas ausleihe und damit mal rüberfahre. Oder eventuell sogar eine kaufe. Da habe ich immer wieder ein bisschen mal so ein Auge auf eBay Kleinanzeigen, weil da eine richtige, ja, so eine, wie heißen die Dinger denn? Güttler-Walzen, sagt man, aber Güttler ist ja die Marke. Gibt es ja auch von anderen Marken, ne? Die Cambridge-Walzen, sagt man, glaube ich, auch. Aber das ist, glaube ich, auch wieder eine Marke. Ach, ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Mit den einzelnen Scheiben, die halt ordentlich schwer sind und die dann so schön einzeln rückverfestigen. Sowas hätte ich ja gerne. Und ja, das wäre natürlich auch eine Option. Aber wenn das alles so funktioniert mit der Scheinsaat, dann denke ich mal, dass ich dann die Bearbeitung damit tatsächlich durch habe, dass ich dann in ein paar Wochen, also in an 1 bis 1,5 Monaten, denke ich mal, so also Mitte Mai, werden wir das so ja aussehen, vielleicht auch Anfang Mai, je nachdem wie das Wetter ist. Und ja, dass ich dann überhaupt keine Bodenbearbeitung mehr machen muss, sondern das direkt mit der Sämaschine reinlegen kann vielleicht. Und quasi der Boden dann schon ein bisschen rückverfestigt bleibt und wie gesagt, mit dem Striegel halt ein paar Mal durchrauschen, um das Unkraut eben rauszuropfen. Und ja, ich weiß es nicht. Oder ob wir dann eventuell nochmal mit der Ecke durchgehen. Ich denke mal, mit der Kreiselecke dann quasi vor dem Säen als Säkombination fahren, ist dann zu viel des Guten. Wir wollen den Boden ja, wie gesagt, hier kein Pulver haben. Das Problem ist, wenn man den Boden jetzt wirklich extrem fein macht und dann der Regen kommt, dann wird das so eine glatte Oberfläche und dann läuft uns das, dann nimmt das Wasser überhaupt nicht mehr auf und dann verschwemmt der Boden so richtig und dann läuft uns das ganze Wasser den Berg runter, anstatt dass es hier auf dem Boden bleibt. Und wenn wir richtig Pech haben, nimmt sogar uns den Boden mit hier runter. Von daher müssen wir echt aufpassen, dass wir den Boden hier nicht zu fein kriegen, hier vor allem an diesem Berg. Und deswegen, ja, denke ich mal, wenn wir einmal mit der Kreissäge durch sind, wird das wahrscheinlich ausreichen. Ist vielleicht noch fast schon zu viel des Guten, ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr meint, ob ich da jetzt hier mit irgendeiner Walze versuchen soll, das rückzuverfestigen und dann das Unkraut auflaufen lassen oder ob ich vorher noch mit der Kreissäge durch soll. Aber ich denke mal, allein um den Kalk ein bisschen in den Boden einzuarbeiten, müssen wir so oder so mal nochmal mit der Kreissäge durch. Andere Variante wäre natürlich einfach, dass wir einen zweiten Durchgang mit der Ecke hier machen. Ja, müssen wir mal gucken. Oder ich suche mir, gibt es immer wieder günstig, ne, die klassischen alten Zinkenecken. Mit den geraden Zinken nach unten nochmal sowas irgendwie besorgen. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr da für eine gute Idee haltet und wir gucken einfach mal. Und ich würde mal sagen, der Folge hat hier an dieser Stelle ihr Ende gefunden. Ich bedanke mich bei euch wieder wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ja, hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann in diesem Sinne auf Wiedersehen und tschüss.